Also mein Name ist Jan Hüneburg. Ich selbst habe den Beruf eines Kältechnikers gelernt und habe dann später studiert und bin jetzt mittlerweile Geschäftsführer seit 20 Jahren in einem Unternehmen, in dem wir Tieftemperaturanlagen für die Industrie bauen. Nebenbei bin ich hier im Unternehmen MEGOTEC verantwortlich für die Forschung und Entwicklung und dort konzipieren wir all die Neuanlagen, die im Unternehmen entstehen sollen. Wir haben hier im Unternehmen verschiedene Geschäftszweige, Hauptgeschäftszweig natürlich Kältekammern, in zweiter Instanz dann auch größere Industrieanlagen. Das alles in Verbindung mit sehr tiefen Temperaturen. Das heißt, wir versuchen hier die Bereiche Kältetechnik, Elektrotechnik so zusammenzubringen, dass dann am Ende eine funktionsfähige Einheit entsteht. Wir haben im Fokus permanent neue Produkte zu entwickeln, um natürlich dort auch in unseren Geschäftsbereichen im Weltmarkt bestehen zu können. Dafür brauchen wir kreative Köpfe, die sich auch nicht scheuen, ihre eigenen Ideen hier einzubringen und natürlich ihre entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten so einzusetzen, dass wir am Ende auch Weltmarktführer bleiben. Wir brauchen natürlich dafür auch die fähigsten Köpfe, ganz klar, weil nur so kann man dann in diesem speziellen Bereich sich ganz vorn in der Welt mitbewegen. Jeder Mitarbeiter kann auch mit Stolz nach Hause gehen und sagen, er hat hier an einem tollen Produkt mitentwickelt.